Rainer Maria Rilke, Herbsttag. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird auf den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich bespreche heute das Gedicht Herbsttag von Rainer Maria Rilke. Vielleicht kennt ihr das Gedicht schon, es ist sehr bekannt, es ist auch sehr unmittelbar verständlich. Das heißt, man braucht nicht unbedingt eine Erklärung, um einen Zugang zu diesem Gedicht zu finden. Trotzdem dachte ich, ich möchte es auf meinem Kanal besprechen, weil ich euch auf zwei Dinge aufmerksam machen möchte, die vielleicht, wenn man es einfach so liest, ein bisschen untergehen. Das erste ist die Form. Die Form des Gedichts ist immer sehr wichtig eigentlich. Ich bespreche die nicht immer, weil ich manchmal den Eindruck habe, ich muss dem Inhalt und der Interpretation jetzt mehr Raum geben. Und dann lasse ich die Form manchmal ein bisschen so beiseite. Aber hier möchte ich euch doch mal aufmerksam machen. Auf den ersten Blick nämlich ist das Gedicht nicht so klar und regelmäßig strukturiert, wie man sich das vielleicht erwartet. Rilke ist ein großer Meister der Form. Der schlammt nicht. Also der ist keiner, der irgendwie einfach schnell irgendwas hinwurschtelt und ja, wird schon funktionieren, sondern der ist extrem präzise, extrem genau. Und bei dem passen die formalen Elemente. Und dann muss man umso mehr hinschauen, wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als wäre es nicht so, denn es ist eben doch so. Die erste Strophe hat 3 Verse, die zweite hat 4 und die letzte hat 5. Schaut nach ziemlich ungleichmäßig aus und man könnte sagen, da steigert sich etwas. 3, 4, 5. Also eine gewisse Absicht können wir hier vermuten. Dann können wir uns die Reime anschauen und dann sehen wir, die reimen sich alle in sich, also jede Strophe ist in sich gereimt, bezieht sich aber nicht auf die anderen Strophen. Manchmal sind ja Strophen durch Reime verbunden, dass Reime der zweiten Strophe in der dritten Strophe nochmal auftauchen beispielsweise. Das ist hier auch nicht so. Also haben wir den Eindruck, dass jede Strophe eine eigene Aussage hat. Und das wird eben verstärkt dadurch, dass die Reime in der Strophe bleiben. Und dann haben wir gleich in der ersten Strophe eine Irritation. Wir haben, der Sommer war sehr groß und das reimt sich dann im dritten Vers auf, lass die Winde los. Aber die Sonnenuhren stehen alleine da am Ende des Verses. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren. Und nichts reimt sich auf diese Sonnenuhren. Auf den ersten Blick. Wenn man aber genau hinhört und dann weiterliest, dann sieht man, dass der Reim der Sonnenuhren nicht verloren geht, ganz im Gegenteil, er kommt direkt. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Das heißt, er macht einen ganz schnellen Reim direkt im nächsten Vers. Das heißt, der nächste, der letzte Vers, der Abschlussvers der ersten Strophe, reimt sich eigentlich auf die beiden vorherigen Verse. Er reimt sich sowohl auf Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß, mit lass die Winde los, aber er reimt sich auch auf Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren mit und auf den Fluren. Das heißt, der letzte Vers reimt sich doppelt auf die zwei vorherigen. Das ist sehr raffiniert gemacht. So bleibt auch kein Endreim allein, also kein Wort am Ende des Verses bleibt allein, sondern es gibt immer ein Echo darauf. Also wir sehen hier schon die große Meisterschaft, die ich angesprochen habe. Rilke macht das gut. Dann
Die zweite Strophe, die sieht noch am normalsten aus. Es ist so ein Quartett mit diesen vier Versen. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Da haben wir einen umarmenden Reim. Sein Wein sind dann die zwei quasi, die zwei umarmenden Verse, die die inneren Tage jage umarmen. Aber wenn wir es jetzt nochmal mit der ersten Strophe vergleichen, dann passiert da was ganz Ähnliches. Denn auch das Großlos umarmt ja Uhren und Fluren. Also sehen wir, auch die dreiversige Strophe hat eigentlich einen umarmenden Reim. Auch die viervers, dann die zweite Strophe, hat einen umarmenden Reim. So, und jetzt schauen wir den letzten Teil des Gedichtes an, der auch inhaltlich anders ist. Und der hat jetzt eben diese fünf Verse. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird Wachen lesen, lange Briefe schreiben und wird auf den Alleen hin und her. So, und bis hier haben wir wieder einen umarmenden Reim. Das Mehr und Her umarmen, bleiben und schreiben. So sehen wir, auf den ersten Blick wirkt es unregelmäßig 3, 4, 5. Aber wenn wir dann genau hinschauen, da gibt sich die Meisterschaft. Und im lauten Lesen, mehr natürlich als im leisen Lesen, hören wir diese umarmenden Reime. Aber bei der letzten Strophe kommt dann eben noch dieser letzte Vers dazu, unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Das Treiben reimt sich auf Bleiben und Schreiben. Das heißt, das bricht hier aus der Umarmung quasi aus und wandert unruhig mit den Blättern davon. Das heißt, rein klanglich haben wir hier ein Gedicht mit drei Strophen, die immer umarmende Reime haben. Also das heißt, immer schön eingepfercht alles, ja. Diese inneren zwei Verse werden von den äußeren zwei Versen so schön festgehalten. Und in der letzten Strophe bricht das aus und treibt hinfort. Und das passt so gut zu diesem Bild des unruhigen Wanderns und mit den Blättern davontreibens. Also hier sind Form und Inhalt sehr schön miteinander verwoben. So, das war also das Erste, was ich euch zeigen wollte bei diesem Gedicht. Wie gesagt, man sieht es vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick. Man muss sich das ein bisschen näher zu Gemüte führen. Und vielleicht habt ihr das jetzt auch ein bisschen mitbekommen. Dann möchte ich noch etwas anschauen, und zwar die Metrik dieses Gedichts. Jetzt, ich habe zum Thema Metrik auch eigene Videos gemacht. Aber ich weiß, dass Metrik etwas ist, das für viele sehr theoretisch ist. Und obwohl ich versucht habe, das zu erklären, sehe ich, dass es trotzdem noch sehr schwierig ist, vor allem dieses Verstehen, wozu es das überhaupt braucht. Und zu sagen, man braucht die Metrik nicht, das ist wie zu sagen, ein Mensch braucht kein Skelett, weil man es ja nicht sehen kann. Ja, aber ohne das Skelett ist das Ding nicht gestützt. Natürlich braucht der Mensch ein Skelett, auch wenn es eigentlich unsichtbar ist, Gott sei Dank. Und hoffentlich nie sichtbar wird, wenn man das Skelett sehen kann beim Menschen. Dann ist etwas ganz schön faul. Auch hier, das Skelett, die Metrik, die sehen wir eigentlich nicht. Wir ahnen diese Metrik, wir spüren sie, es schwingt. Dieses Gewicht hat so einen schönen Puls und der geht da so durch. Ich kann das unterschiedlich betonen, aber trotzdem hat es diesen schönen Drive, dass es einen so richtig mitnimmt. Man fährt dann mit diesen Blättern mit und ich kann natürlich sagen, Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Das ist nur der erste Vers und ich habe den jetzt einfach strukturiert. Den hat aber Rilke für mich vorausstrukturiert. Der hat gesagt, Herr, Doppelpunkt, es ist Zeit, Punkt. Der Sommer war sehr groß, Punkt. Und dann legt einen Schatten auf die Sonnenuhren, kein Punkt, es geht direkt weiter, Engagement und auf den Fluren, damit sich's reimt, lass die Winde los. Also, damit wir schnell zu diesem Reim gehen, gibt es hier ein Engagement, gehen direkt weiter, er macht keinen Punkt. Das heißt, er strukturiert, wie ich in dieses Gedicht hineinkomme, langsam. Herr, Pause. Es ist Zeit, Pause. Der Sommer war sehr groß, Pause. Und das macht er mit diesen Satzzeichen. Das mache gar nicht ich, das entscheide gar nicht ich.
eigentlich. Das hat er für mich voraus entschieden. Dann kommt nämlich dieser lange Satz, leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Das ist ohne Satzzeichen, das geht durch. Also ist es erwünscht, dass das durchgeht. Trotzdem ist auch dieser metrische Puls, da sind diese betonten Silben, ich habe euch schon erklärt, man kann in der deutschen Sprache gar nicht sprechen ohne betonte Silben. Die betonten Silben sind immer da. Bei den zweisilbigen Wörtern, also alle Wörter, die mehr als eine Silbe haben, die haben auch eine fixe, betonte Silbe. Schaut euch nochmal das Video über die Metrik an, dann könnt ihr das vielleicht nochmal nachvollziehen. Aber auch hier ist dieser Puls da. Und dieser Puls ist sehr präsent. Den würde ich euch gerne auch nochmal vorsprechen. Also ich lade euch ein, hier mitzuzählen, denn ich behaupte, dieses Gedicht hat einen Viererpuls, der durchgeht. 1, 2, 3, 4. Durch das ganze Gedicht. Und das ist kein Zufall, das ist dem nicht passiert. Das hat er so geplant und so gewollt. Und durch diesen Viererpuls hat es diesen schönen Rhythmus, den wir beim Lesen gar nicht verstehen. Wir merken das nicht. Das ist die kleine, leichte Manipulation durch Metrik. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, diese Metrik ist da, wir spüren sie, wir nehmen sie wahr, auch wenn wir sie nicht rational unbedingt verstehen, warum das so gut klingt, aber es klingt so gut, weil es diesen Puls hat. Ich möchte ihn euch jetzt aber mal ein bisschen musikalisch vorlesen, damit ihr merkt, okay, ja, das geht tatsächlich. Und dass es geht, ist, weil Rilke das so gewollt hat. Und im Umkehrschluss, wenn ihr selber schreibt in euren eigenen Gedichten, denn ich bin überzeugt, dass viele von euch, die meinen Kanal anschauen, auch selbst Gedichte schreiben. Im Umkehrschluss, probiert es selbst aus. Versucht selber mal metrisch bewusst zu schreiben. Auch in freien Versen, auch in freien Rhythmen. Schaut mal, was passiert, wenn ihr bewusst die Metrik setzt. Und schaut, jetzt nehme ich da ein Wort, das Tada macht. Und ich brauche hier Tada. Dan, dan, tada. Vielleicht inspiriert euch das. So, also jetzt probieren wir es gemeinsam. 1, 2, 3, 4. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Endspurt. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird auf den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Jetzt könnte mir gerne sagen, ja, aber das ist unnatürlich, so liest das kein Mensch. Das stimmt natürlich, aber diese Musikalität, die bleibt erhalten. Auch wenn ich es anders lese, bleibt die Musikalität erhalten. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Ich kann das gar nicht anders. Wird wachen, lesen, wachen, lesen. Ich kann nicht wachen, lesen, das mache ich nicht. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Dieser Rhythmus ist gesetzt und er ist von Rilke hierher gesetzt. Wundervoll, ha? Na gut, dann komme ich jetzt noch zum Inhalt und ich hoffe, ich habe euch jetzt schon ein paar Dinge über das Gedicht erzählt, die ihr nicht gewusst habt und ich möchte euch jetzt auch noch beim Inhalt ein bisschen zum Nachdenken bringen. Das Gedicht heißt also Herbsttag und wir sind sofort in der Szenerie. Aber der Beginn des Gedichts ist Herr, es ist Zeit. Wer ist dieser Herr? Jetzt können wir sagen, das ist ein Gebetston. Hier wird Gott angesprochen. Das ist ein Gebetsgedicht. Und es gibt sehr viele Gebetsgedichte in der deutschsprachigen Literatur. Und trotzdem ist es kein wirkliches Gebetsgedicht, finde ich. Denn was wird denn diesem Herrn in diesem Gebet gesagt?
Normalerweise ist ja ein Gebet eine Bitte oder ein Dank oder ein Gespräch mit Gott. Aber nichts davon ist dieses Gedicht. Denn hier wird nicht gebeten, hier wird nicht gedankt. Vielleicht könnte man sagen, der Sommer war sehr groß, könnte noch am ehesten als ein Dank interpretiert werden, vielleicht auch nicht. Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Das ist eine Feststellung. Da wird also dem Herrn Gott etwas mitgeteilt. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Und jetzt leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, auf den Fluren, lass die Winde los, befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen, dränge sie zur Vollendung, jage die letzte Süße in den schweren Wein. Das sind ja lauter Befehlsformen. Das ganze Gebet ist ein Gebet im Imperativ. Jetzt ist das auch nicht ganz ungewöhnlich, wie gesagt, bei Gebeten wird ja gern um etwas gebeten, aber das ist kein bittendes Gebet, sondern ein gebietendes Gebet. So, ich hoffe, bei all diesen Wortspielen seid ihr jetzt nicht rausgekommen und ihr wisst noch, wovon ich spreche. Also bitten, beten, gebieten. Das sind ganz unterschiedliche Sachen. Ich kann um etwas bitten, ich kann für etwas oder um etwas beten, aber ich kann auch etwas gebieten. Und gebieten heißt ja befehlen. Also ich finde es sehr interessant, dass wir dieses Gedicht als so schön empfinden, obwohl es eigentlich sehr gebieterisch ist, ein sehr gebieterisches Gedicht am Anfang. Hm? Mach das, mach das, mach das. Für mich klingt das nach ganz etwas anderem. Für mich klingt das nicht nach einem Gebet. Für mich klingt das nach einem Herrn, der einem Diener sagt, was zu tun ist. Das kann man aber mit dem lieben Gott nicht machen. Man kann dem lieben Gott nicht sagen, was er zu tun hat. Deswegen stelle ich in Frage, ob das überhaupt ein Gebet ist. Für mich klingt das nämlich, wenn ich jetzt Shakespeare heranziehen darf, für mich klingt es nach Prospero, der Ariel einen Befehl gibt. Oder Oberon, der Puck herumschickt. Vielleicht kennt ihr diese Figuren aus The Tempest und Midsummer Night's Dream von Shakespeare. Also das ist dieses, mach das, führe diese Befehle aus. Also der Dichter schickt hier den Herrn, dieses und jenes zu tun, damit es Herbst sein kann. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, auf den Fluren, lass die Winde los. Das ist so ein elementarer Herr, also der Herr, der hier angesprochen ist, ist eigentlich die Natur. Die Natur soll die Winde loslassen und die Früchte voll machen und so weiter. Also das ist für mich nicht der eine monotheistische Gott, zu dem man beten kann, sondern das ist ein Naturwesen, das hier angesprochen wird und das hier Befehle ausführen soll. So lese ich das. Also der muss das alles machen, die Früchte nochmal voll machen, Vollendung. Vollendung ist hier der Schlüssel. Wir müssen noch alles schnell vollenden, bevor dann alles abstirbt und weg ist. Also, wir hören, dass die Winde jetzt kommen, die Früchte müssen geerntet werden und dann muss der schwere Wein mit ein bisschen Süße, ein bisschen weniger schwer gemacht werden. Das heißt, hier wird etwas abgeschlossen, schnell, schnell. Und dann, nach diesen zwei Strophen mit diesen Imperativen, kommt dieser sehr melancholische Schluss. Es ist ein Bruch mit dem, was vorher war. Denn vorher sind wir geschäftig, wir müssen abschließen, Vollendung, schnell diesen großen Sommer quasi noch eintüten in diesen süßen Herbst mit diesen Früchten. Und dann kommt die zweite Hälfte des Herbstes. Und diese zweite Hälfte des Herbstes, die geht dann schon in den Winter, die geht dann schon in den Tod. Zuerst haben wir das volle Leben, das pralle Leben mit diesen Früchten und jetzt stirbt es ab. Das ist immer diese Ambivalenz des Herbstes, das ist auch die Ambivalenz des Frühlings und die Ambivalenz des Herbstes, das Schattige, das Dunkle, das Nebelverhangene, Düstere. Das kommt jetzt eben in diesen letzten Versen. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Also, was jetzt nicht vollendet ist, und das sind eben die vorherigen zwei Strophen, was jetzt nicht vollendet ist, das kann nicht mehr vollendet werden. Das muss auf den nächsten Zyklus warten. Es wird sich schon erneuern, es kommt ein neuer Zyklus natürlich, Frühling, aber die letzte Chance ist jetzt vorbei. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird Wachen lesen, lange Briefe schreiben und wird auf den Alleen hin und her unruhig wandern. Vielleicht schauen wir uns auch diese schönen Klänge der Alliterationen an. Wird wachen, wird wandern. Also wir haben diese W, diese vielen W, wer, wird wachen, wird wandern. Also dieser Klang zieht sich hier durch. Lesen, lange Briefe schreiben, ist auch eine Alliteration. Also auch mit dem Klang wird hier gespielt. Aber hier ist keine Zwangsläufigkeit, die sich wirklich aus dem Herbst ergibt. Denn nur weil man im Oktober allein ist, muss man das nicht bis April bleiben. Das ist kein Naturgesetz. Trotzdem macht jetzt Rilke eins daraus. Warum? Und warum steigen wir darauf ein? Also wir lesen das und das kommt uns ganz plausibel vor. Ja, ja. Mhm. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Das ist nachvollziehbar im Herbst. Ist schwierig mit dem Wetter. Aber wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Warum denn? Das ist eben diese Ambivalenz des Herbstes und diese Bedeutung des Herbstes. Das ist natürlich auch ein metaphorischer Herbst. So wie der Frühling ja die Zeit des Aufbruchs ist und der Frühling ist die Zeit der Liebe und um sich zu verlieben, jedenfalls in Gedichten ist das gern so, so ist eben der Herbst die Zeit des Rückzugs und der Einsamkeit. Jetzt trifft man niemanden mehr, man geht nicht mehr raus, man ist nicht mehr gesellig, man mummelt sich daheim ein, man ist so ein bisschen asozial, man ist in der Nacht wach, während alle anderen schlafen, ist man wach, dann natürlich entsprechend, wenn die alle wach sind, dann vielleicht schläft man, weil man in der Nacht wach gewesen ist. Man ändert also seinen Rhythmus und kommt mit den anderen nicht mehr zusammen. Und die Tätigkeiten sind einsame Tätigkeiten. Dieses in der Nacht allein wach sein, lesen, lange Briefe schreiben. Lange Briefe schreiben ist auch sehr einsam. Auch wenn man die Briefe an jemanden schreibt, ist es trotzdem eine sehr, sehr einsame Tätigkeit. Und wird auf den Alleen hin und her unruhig wandern. Also diese Unruhe, dieses Einsamsein, dieses keinen Anschluss mehr finden, jetzt wo der Herbst da ist. Das ist das Motiv, mit dem hier das Gedicht endet. Und die Blätter, die treiben, dieses Absterben, dieses selbst ein Blatt sein, das abgerissen wurde vom Baum, das ist eben dieses Bild der Vereinzelung und der Vereinsamung. Denn die Blätter am Baum, die waren ja alle gemeinsam, die haben sich in einer Gemeinschaft befunden. Jetzt werden sie herumgewirbelt, treiben herum und der Mensch wird wie die Blätter herumgewirbelt, einsam. Also wir sehen, wie aus dem realen Herbst ein metaphorischer Zustand wird, ein innerer Zustand, dieses ein Blattsein, getrieben werden von diesen Winden. Und das Positive der ersten beiden Strophen, diese Vollendung, dieser Zug, es muss jetzt alles vollendet werden, komm, jetzt machen wir was, das wird ausgebremst in diesen letzten fünf Versen der dritten Strophe. Also da ist man dann allein und nur für sich. Und in der Nacht schaut man hinaus in die Dunkelheit und hat das Gefühl, es ist niemand mehr da. Ich bin ganz allein. Ich finde keinen Anschluss mehr. Und wahrscheinlich ist das der Grund, warum dieses Gedicht uns so anspricht. Denn diese beiden Teile des Herbstes, die kennen wir sehr gut. Einerseits dieses Geschäftige, diese Vollendung, jetzt müssen wir noch was machen, jetzt habe ich noch Energie, jetzt muss das noch geschehen und das noch geschehen und das mal. Und dann plötzlich dieses komplette Alleinsein und sich auch isoliert fühlen und dieses lange Briefe schreiben, die vielleicht gar nie losgeschickt werden oder die zwar geschickt werden, aber nicht das Ziel erreichen oder auf die es keine Antwort gibt. Das sind alles so Tätigkeiten, die auch ein bisschen schauerlich sind. Und der Herbst ist ja auch ein bisschen schauerlich. Und wir fühlen uns auch ein bisschen allein in dieser Zeit des Absterbens und in dieser Zeit des Dunkelwerdens.
Diese beiden Elemente sind in diesem Gedicht sehr schön drin. Na gut, das war meine Besprechung von Rilkes Herbsttag. Wie war das jetzt für euch? Habt ihr da was Neues erfahren? Habt ihr jetzt ein anderes Bild von diesem Gedicht? Gefällt es euch jetzt besser oder gefällt es euch jetzt nicht mehr so gut? Oder gefällt es euch jetzt überhaupt? Vielleicht habt ihr das Gedicht auch gar nicht gekannt oder nicht so viel darüber nachgedacht. Vielleicht schreibt es mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ansonsten danke ich euch sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns gerne in einem anderen Video.